Hallo Freunde von Uruguayer Leben und alle, die ans Uruguay auswandern denken. Hier bin ich wieder, Martin von Uruguayer Leben. Obvio, wie der Uruguayer sagt, anstatt obviamente, sagt er obvio. Ich wollte mal kurz darauf hinweisen, wir haben bei uns auf der Seite ein Haus zu verkaufen von einer deutschen Besitzer oder deutschen Besitzerin, die aus familiären Gründen nach Deutschland zurückgeht oder muss, gehen muss. Sie hat mich um Hilfe gebeten und ich habe dazu kurz eine Zusammenfassung geschrieben. Den Link seht ihr unten drunter in der Beschreibung. Und da könnt ihr gucken, ne, wie groß das ist und ob das euch zusagt. Also es ist geeignet für so ein kleines, es hat 3000 Quadratmeter, da kann man schon was drauf anbauen, ne? Auch so für Selbstversorgung, liegt günstig in der Nähe von zwei relativ gut besiedelten, eine Stadt und eine Region und trotzdem weit weg davon, also es ist Platz, viel Land drumherum. Hat eine gute Infrastruktur in diesen beiden Städten mit Schulen, internationalen Schulen, Privatschulen und Einkaufszentren. Auch zum Airport ist es nicht weit. Ich glaube ungefähr 15 oder 20 Kilometer sowas in der Kante. Auch runter zum Meer. Ich habe da früher gewohnt. Wir sind da oft mit den Pferden vorbeigeritten, dürfen so ungefähr Luftlinie. Vielleicht 5-6 Kilometer oder ich weiß nicht genau, wo es liegt. Ich habe nur die Karte gesehen, abgeschätzt. Ja, sagen wir mal 15 Kilometer sein. Ja, also kein Problem. Ne? Ist mal in kürzester Zeit dort und absolute Ruhe da auf dieser Straße. Und wenn euch das interessiert, dann schreibt uns an und ich gebe euch weiter. Das Ganze läuft natürlich dann ohne Maklerkosten noch. Das könnt ihr dann unter der Hand, also mit der Dame selbst abmachen. Zur Besichtigung oder wie auch immer, wenn ihr kaufen wollt. Ne? Alles ganz egal. Nur wie gesagt, ich stelle es hier vor, weil sie möchte halt den Rücktritt antreten aus familiären Gründen. Ne? Kann ja mal vorkommen. Also, ansonsten schaut euch die anderen Videos an. Im Moment muss ich sagen, kurz, es kommen eine ganze Menge Deutsche hierher. Und das aus dem verständlichen Grund. Ne? Es gibt ja immer mehr Chaos da drüben bei euch in Europa. Das hat natürlich hier Auswirkungen auch auf Preise. Ich meine, das Benzin wird überall teurer, zumal Uruguay ja kein erdölförderndes Land ist. Aber es ist halt ein fast autonomer Ökoenergieversorger. Ja, also es gibt keine Atomkraftwerke und sonst was. Es gibt nur mit Wasserkraft und Solarenergie. Wird bis jetzt hier fast 100% Windenergie auch noch, wird 100% fast die Energieversorgung betrieben. Gut, man darf das natürlich jetzt nicht überbewerten. Ich meine, ein Land so halb so groß wie Deutschland und auf dem nur 3 Millionen Einwohner leben, das lässt sich einfacher versorgen als Deutschland, ne? Oder irgendein anderes Land in Europa. Ne? Gut, also schaut mal nach, vielleicht interessiert es euch ja. Gebt Bescheid. Tschüss, hasta luego.